acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Baby, now tell me exactly how you feel. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin Sophia und ich nehme euch heute wieder mit bei meinem Hauttermin. Also heute wird es wieder so ein bisschen um meine Haut gehen. Ich finde, sie ist auf jeden Fall schon besser geworden. Also man sieht hier noch viele Pigmentstellen, aber insgesamt sieht es auf jeden Fall besser aus. Ich verlinke euch mal die beiden anderen Videos in der Infobox. Da könnt ihr einmal nachschauen und so die ersten Schritte verfolgen. Ich bin schon ganz gespannt, was wir heute machen. Also Patricia schaut sich immer meine Haut an und guckt dann, ob wir das machen können, was sie sich so vorgestellt hat, oder ob wir was anderes machen müssen, ob meine Haut zu gereizt ist oder so. Und ich werde jetzt erstmal losgehen, denn ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und wie man sehen kann, ist meine Haut noch etwas gerötet. Also ich hoffe, dass man das ganz gut sehen kann. Das liegt daran, weil wir heute was anderes gemacht haben als sonst. Und zwar haben wir heute ein Needling gemacht. Das heißt, dass die Haut mit so ganz feinen Nadeln, ich will meine Haut jetzt natürlich nicht anfassen, die wird mit so ganz feinen Nadeln durchstochen. Also es hört sich aggressiver an, als es sich angefühlt hat. Aber es sind so kleine Nadeln, die die Haut eben durchstechen. Und dadurch werden die Hautzellen zur Regenerierung und Erneuerung angeregt. Und deswegen kann man das eben auch bei Aknenarben und bei Pigmentflecken und so benutzen. Meine Haut ist auf jeden Fall, dieses ganze Unterirdische ist hier schon mehr weggegangen. Und jetzt, ja, geht sozusagen in die Arbeit, dass ich meine Hautoberfläche erneuere, Leute. Ich glaube, es wird noch ein langer Weg, aber ich finde, es ist echt schon besser geworden. Also es war ja meine dritte Behandlung jetzt. Ich habe in 3 Wochen auch die nächste. Ja, ich freue mich wirklich, dass es so gut läuft, sage ich mal. Davor haben wir noch ein Milchsäurepeeling gemacht, damit die Haut erstmal wieder, ja, so ein bisschen dünner wird, damit dann das Needling gemacht werden kann. Dann die Ausreinigung, Desinfektion, Pflege, Sonnenschutz und so weiter. Und das war so das Vorgehen. Ich bin jetzt wieder zu Hause und werde mir erstmal eine Pokeball schmecken lassen, die ich mir mitgenommen habe. Eine große Pokeball mit allem, mit extra Thunfisch, Lachs, Edamame, Cashewkern und der Black Mango Soße nehme ich die immer. Das werde ich jetzt essen und dann werde ich heute eher einen entspannteren Tag machen, also Videos schneiden. Da habe ich noch einige zu schneiden, denn diese Woche gibt es ja jeden Tag ein Video. Und das muss natürlich alles auch geschnitten werden. Ich habe extra schon vorgedreht, damit ich heute kein Make-up drauf machen muss, weil das war jetzt natürlich ein bisschen kontraproduktiv, weil es gerade alles sauber ist und sozusagen die Poren alle offen sind. Das war so das Update von heute und ich werde mir es erstmal jetzt schmecken lassen. So Leute, ich habe gerade noch ein bisschen Video geschnitten, mir einen Kaffee gemacht und jetzt dachte ich, backe ich noch einen kleinen Zucchini-Kuchen als Snack. Und zwar ist der aus meinem Kochbuch, das ist ja jetzt erhältlich, mit über 70 Rezepten und natürlich sind da auch einige leckere Kuchenrezepte dabei, die alle diätgeeignet sind. Manche sind mit Proteinpulver, manche nicht, aber wir werden jetzt auf jeden Fall den Zucchini-Kuchen backen. Und zwar wird er am Ende so aussehen. Oh, ich finde ihn richtig lecker, aber ich habe ihn tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht, weil ich so ein bisschen auf dem Apfelkuchen hängen geblieben bin. Warte, ich suche mal, ob ich den finde. Den habe ich euch aber auch schon im letzten Full Day of Eating gezeigt. Ah, hier ist der Apfelkuchen. Aber wir machen jetzt, wie gesagt, den Zucchini-Kuchen. Ich habe heute mal versucht, die Zucchini mit meinem Mixer zu pürieren. Also eigentlich wollte ich sie nicht so fein machen. Sonst raspel ich die ja immer, aber ich finde meine Raspel gerade nicht. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Und jetzt gebe ich die trockenen Zutaten hinzu, das Ei und den Magerquark. So, also es ist ein bisschen flüssiger. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Und ich muss auf jeden Fall meine Raspel suchen. Leute, der Kuchen ist jetzt auf jeden Fall fertig. Und da ist sogar was geworden, obwohl ich die Zucchini püriert habe. Ihr könnt übrigens auch eine andere Form benutzen, aber ich benutze die Herzform echt gerne. Schaut mal, der ist richtig schön fluffig. Und den werde ich mir jetzt gönnen. Richtig lecker. So, ich bin immer noch rot wie eine Tomate, aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen Sport machen und dabei trinke ich wie immer meine EAAs in Geschmack Melone.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich auch mal wieder. Ich war gestern nach dem Sport noch duschen und dann war ich bei Mandy. Wir haben Netflix geschaut und gegessen. Wir schauen gerade The Walking Dead, während wir auf die neue Riverdale-Folge warten. Da kommt ja nur einmal pro Woche eine. Es war auf jeden Fall ganz entspannt und jetzt wollte ich euch einfach nochmal meine Haut morgens zeigen, denn ich finde, es sieht schon anders aus als die letzten Male nach der Behandlung. Also man sieht auf jeden Fall deutlich mehr die Rötung. Ich finde, gestern sah die noch nicht mal so schlimm aus. Also gestern war sie nicht so doll. Und man sieht auch, dass hier so einzelne Hautunreinheiten. Boah, ich will euch das eigentlich gar nicht so Nahaufnahme zeigen, aber ich glaube, ihr wollt es sehen. Ich glaube, ihr findet es auch interessant. Ja, so kleine Hautunreinheiten sind einfach so hochgekommen, sage ich mal. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich da nicht dran rumfummle und rumquetsche und so. Boah. Aber die Haut wird ja meistens nochmal schlechter, bevor sie besser wird. Also oft ist das ja so. Ich hoffe, dass jetzt hier auch so der Fall ist. Weil dann würde ich sagen, hat diese Needling-Methode bei mir am meisten auf der Haut so wirklich gezeigt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man was auf der Haut sieht. Aber ich werde mich jetzt erstmal fertig machen, denn ich muss heute ein Video machen. Also ich habe mich jetzt 24 Stunden nicht geschminkt. Und ich muss heute auf jeden Fall auch wieder meine goldene Milch trinken, weil das habe ich gestern wieder vergessen. Oh, richtig schlimm. Also ihr habt mir auch schon geschrieben, warum ich das nicht als Mischung gekauft habe. Das habe ich nicht gemacht, weil ich es nur so mit den ganzen Pulvern gekannt habe. Also ich habe es ja von Mandy und Oscar und die haben das auch so gemacht und deswegen, ja, habe ich mir das auch direkt so gekauft. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann insgesamt günstiger ist, aber ich weiß es nicht genau. Wenn man die Pulver dann einzeln kauft und dann sich das einzeln zusammenmischt, dann kann man ja auch bestimmen, was man reinmacht und wie viel wovon und so weiter. Dass man das auch als Kapseln nehmen kann, habt ihr mir auch gesagt. Manche mischen das auch mit Energy, damit es gut schmeckt. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich machen könnte, aber in diesem Fall mache ich es nicht. Ich dachte, ich probiere es vielleicht auch nochmal mit Wasser, einfach so schnell auf Ex runterzuspülen, die goldene Milch, weil irgendwie will ich das nicht mit Saft trinken, weil der Saft schmeckt jetzt auch nicht nach Saft, es schmeckt dann so süßlich eklig. Aber dann kann ich es auch gleich eklig trinken, wisst ihr, was ich meine? Also ich muss da echt noch ein bisschen gucken, dass ich es nehme, einfach, dass ich eine Routine finde. Aber wenn Daniel zum Beispiel hier ist, fällt mir das auch leichter, weil dann denke ich da irgendwie mehr dran. Ach ja, mein Kaffee ist natürlich auch wieder am Start. Aber bevor ich mich anfange zu schminken, wollte ich noch eins sagen. Und zwar freut es mich mega, dass ihr bei meinem letzten Hautupdate so viele liebe Kommentare hinterlassen habt. Also ich hätte echt nicht damit gerechnet, weil da meinte ich eben, boah, irgendwie zeige ich mich gar nicht so gerne. Also es tut mir leid, dass ich mich so zeigen muss. Oder dass ich mich so zeige, dass meine Haut so schlecht ist und ihr es anschauen müsst. Oder habt ihr so oft geschrieben, so Sophia, entschuldige dich nicht dafür. So, das zeigt ja nur, dass du ehrlich bist und auch zeigst, dass du Hautprobleme hast und da offen mit umgehst und dass ihr das besser findet. Das freut mich auf jeden Fall sehr, aber es kostet wirklich. Also denk jetzt nicht, dass es mir einfällt, so das ganze Video zu schneiden. Ich sehe die ganze Zeit meine schlechte Haut und glaubt mir, es fällt mir schwer, das zu zeigen, aber ja, das ist ja auch ein Schritt so. Selbstbewusstsein, wow, Selbstbewusstsein im Internet, ganz toll. Auf jeden Fall habe ich schlechte Haut und es ist ganz normal, wenn man dazu veranlagt ist, würde ich sagen. Weil es hat nicht jeder. Deswegen ist es nicht so, dass es jeder hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber viele haben eine schlechte Haut und ich gehöre eben auch dazu. Und deswegen versuche ich ja auch was dagegen zu unternehmen. Und ja, also bisher hat es ja schon ein bisschen gewirkt. Ich meine, heute ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, weil es ja heute noch schlimmer aussieht als sonst. Aber wir nähern uns dem Ziel. Was mir meine Kosmetikerin gestern übrigens auch noch empfohlen hat, ist, dass ich dieses Micellenwasser, also egal von welcher Marke, nicht mehr benutzen soll. Also es reinigt zwar stark, weil ich benutze es auch immer zum Abschminken, weil ich denke mir immer so, boah, ich muss jedes Restchen Make-up von meinem Gesicht entfernen, was ja auch gut ist. Aber ich muss mir da irgendwie noch was anderes suchen, weil sie meinte, Micellenwasser trocknen die Haut eben sehr aus und es wäre bei meiner Haut nicht so gut, wenn die noch weiter ausgetrocknet wird, weil sie ja schon sehr ausgetrocknet ist und Micellenwasser die Haut auf lange Sicht sehr empfindlich machen. Und wie man sieht, habe ich eine sehr empfindliche Haut. Das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch sagen. Also falls ihr das benutzt, ich bin da ja auch mega lange mit klar gekommen oder komme da immer noch gut mit klar eigentlich. Aber sie hat mir empfohlen, mir was anderes zu suchen und dann eher auf ein Produkt umzusteigen, was zum Beispiel ölhaltig ist oder so ölhaltigen Make-up-Entferner zu benutzen. Und da bin ich jetzt auch noch auf der Suche, mir da ein Produkt anzuschauen. Und dann werde ich das Micellenwasser auch nicht benutzen. Also ich kenne genug Leute, die das benutzen. Dann kann ich denen meine noch nicht komplett leeren Flaschen geben, weil ich habe mir erst zwei gekauft.
Ich habe gestern Abend übrigens auch wieder Selbstbräuner drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sieht oder inwieweit man das überhaupt sieht. Ich glaube, man sieht das immer ganz gut an meiner Hand, weil ich dann hier so einen Übergang habe. Ganz toll. Aber deswegen kann ich wieder mein dunkles Make-up benutzen und sehe da nicht ganz so blass aus. Das freut mich auf jeden Fall immer. Was ich übrigens auch mache jetzt für meine Haut, ist, dass ich meinen Kopfkissenbezug noch öfter wechsle. Also der passt jetzt eigentlich nie zu meiner Bettdecke, aber das ist mir egal. Hauptsache, der ist richtig, richtig oft gewechselt, damit sich da auch keine Keime dran ansammeln können, weil man da mit dem Gesicht drauf liegt. Also ich schlafe vor allen Dingen meistens entweder auf der Seite, deswegen bin ich auch ultra verspannt gerade, weil ich irgendwie gerade ganz seltsam auf der Seite liege. Oder auf dem Bauch und dann liegt man ja mit dem Gesicht einfach so. Also ich liege wirklich so, ich weiß gar nicht, wie ich atmen kann, aber ich liege einfach im Kissen. Und als Supplements nehme ich noch OPC, das ist Traubenkernextrakt. Das hat mir auch meine Kosmetikerin empfohlen. Und Glucosamin heißt es, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, auch erst einmal erwähnt, weil es gibt so viele Sachen, die ich versuche zu beachten. Und da vergisst man manchmal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe einfach noch kein bisschen über mein Make-up geredet, aber ich glaube, so langsam wisst ihr, was ich da die ganze Zeit mache. Und schaut einfach mal, wie leer mein Hoola-Bronzer schon ist. Ich weiß selber gar nicht, wie ich da noch was rausbekommen soll, aber ich bin aktuell noch so, boah, du hast so viele Bronzer, dann kaufst du dir keinen so teuren nach. Aber ich liebe ihn einfach. Und als nächstes konturiere ich meine Nase. Und da bin ich in letzter Zeit echt so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe sie manchmal so richtig krass konturiert, so nach einem Tutorial bei TikTok, was ich gesehen habe. Es sah so heftig aus. Meine Nase war plötzlich so richtig schmal. Also es hat wirklich funktioniert. Aber wenn ich dann in diesen Spiegel geguckt habe, wo das Licht so von vorne kommt, dann sah es super aus. Aber wenn ich in meinen anderen Spiegel geschaut habe, wo das Licht von hinten kommt, also nicht so optimal, dann sah das aus, als hätte ich so zwei Striche im Gesicht. Und deswegen weiß ich gerade nicht, wie das dann so in Wirklichkeit aussieht, wenn mir dann jemand gegenübersteht. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwie erfragen. Also ich will ja nicht, dass es in echt dann auch so aussieht, als hätte ich zwei Balken auf der Nase. Deswegen konturiere ich die heute nur so ein bisschen. Einfach so wie immer. Und wie ihr wisst, bin ich ja immer noch dabei, meine ganzen Produkte so aufzubrauchen, die ich habe, vom Make-up her. Und ich bin auch schon echt weit gekommen. Also ich habe nicht mehr so viel Make-up. Ich habe nur die beiden und dann habe ich noch zwei andere, wo ich gerade, ja, irgendwie so am hin und her überlegt bin, ob ich die vielleicht doch wegschmeiße, weil echt nicht mehr so viel drin ist. Andererseits könnte ich das auch einfach aufbrauchen, aber das sind solche leicht deckenden Foundations und die kann ich gerade nicht so gebrauchen. Ja, alles andere habe ich mir wirklich super lange nicht mehr nachgekauft. Also so Blush benutze ich eigentlich immer gerade, diesen Melba von MAC. Boah, der sieht noch richtig unberührt aus, aber ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich den benutzt habe. Deswegen hält das alles auch so lange, aber vielleicht müsste ich da echt nochmal ein paar Sachen aussortieren, die schon super alt sind. Das Problem ist so, meine Freunde wollen ja auch nicht die ganze Zeit mein angegrabbeltes Make-up, sag ich mal, haben. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Und bevor ich es dann wegschmeiße, denke ich mir auch, vielleicht benutze ich es irgendwann nochmal. Wisst ihr, was ich meine? Mal gucken, wie ich damit dann noch umgehe bald. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, dass meine Kamera oder meine Videos in letzter Zeit, hat sich das ein bisschen so angehört, als würde ich lispeln. Und das lag daran, dass die Einstellungen von meiner Kamera sich irgendwie geändert haben. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe richtig lange den Fehler gesucht. Und dann dachte ich am Ende, boah, ich bilde mir das nur ein. Das ist so wie immer. Aber es war nicht so wie immer. Und da haben Mandy und Oscar nochmal drüber geschaut und Oscar hat tatsächlich dann auch rausgefunden, was das Problem war. Also tut mir mega leid. Wenn euch das aufgefallen ist und wenn euch das nicht aufgefallen ist, dann ist es noch besser. Ich war nämlich teilweise echt verzweifelt, weil ich eben nicht wusste, wie ich das ändern kann und wieder zurückstellen kann, damit es wieder normal ist. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt geht es halt zum Glück wieder, weil man will ja auch keine Videos in schlechterer Qualität hochladen als sonst. Aber das musste ich eben, weil ich konnte auch nicht alles wieder neu drehen. Vor allen Dingen wusste ich auch nicht, woran es lag. Diese Palette habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Die ist auch schon richtig kaputt, aber ich benutze sie immer noch mega, mega gerne. Und in einer meiner letzten Vlogs habe ich ja diese beiden Augenbrauenstifte erwähnt. Von Essence und von Catrice. Und ich finde, dass der von Catrice doch noch irgendwie ist er ein bisschen besser, Leute. Ich weiß, der ist teurer und sonst sind sie schon ziemlich ähnlich. Also der hat auch eine sehr präzise Spitze. Aber ich persönlich kann mit dem von Catrice warum auch immer besser arbeiten als mit dem von Essence. Und boah, sie sind einfach beide so toll. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder öfter diese Augenbrauenstifte benutzt, einfach weil sie da sind. Und nicht so oft diese Augenbrauenpomade von NYX, die ich ja eigentlich auch gut finde. Aber ihr habt mir zum Beispiel auch geschrieben, dass
die bei euch relativ schnell ausgetrocknet ist, leider. Deswegen werde ich die heute auch wieder benutzen. Ich dachte gerade so, ich benutze heute trotzdem den Augenbrauenstift, aber nein, wenn die so schnell austrocknet, dann benutze ich lieber die erstmal, solange es noch geht. Okay, wow, irgendwie ist hier an diesem Ring hier vorne Farbe dran gewesen. Jetzt habe ich das auf dem Auge. Toll. Ich hasse das so, wenn ich meinen Eyeliner nachbessern muss. So ihr Lieben, ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Mal schauen, wie es mit meiner Haut so weitergeht. Ich werde jetzt erstmal mein YouTube-Video für den Hauptkanal drehen. Es wird wieder eine Challenge geben. Und vergesst auch nicht, in die Infobox zu schauen und euch euer Kochbuchexemplar zu sichern. Wie gesagt, bis Donnerstag bekommt ihr noch ein exklusives Easy-Diät-Schneidebrett als Geschenk dazu. Ich übernehme den Versand für euch, wenn ihr in Deutschland wohnt. Also alles easy. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns direkt morgen im nächsten Video wieder, denn diese Woche gibt es ja jeden Tag ein Video auf diesem Kanal. Und ja, tschüssi!